Ja, das Vorgehen beim Kosinus, das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise wir wollen das ein bisschen verallgemeinern. Und zwar schauen wir uns nochmal an, was wir da gemacht haben. Wir haben gesucht einen Fixpunkt des Kosinus, das heißt, das hier ist so ungefähr der Kosinus. Und ein Fixpunkt bedeutet einen Schnitt mit der Winkelhalbierenden. Das heißt, wir sehen erstmal, naja, das hat tatsächlich einen Fixpunkt und ich glaube, der Fixpunkt ist so ungefähr bei 0,7. Okay, was wir dann getan haben, ist, wir haben eine kleine Umgebung von 0,7 genommen und haben gezeigt, dass auf dieser Umgebung tatsächlich das G eine Selbstabbildung ist und wir haben die auch so gewählt, dass alles kontrahierend war. Dieses Vorgehen kann man ein bisschen verallgemeinern und das wollen wir in dem folgenden Satz zusammenfassen. Und den nennt man auch den lokalen Konvergenzsatz. Und der sagt, sei x vollständig. Und g irgendeine Abbildung von U-Teilmenge x in x. Und die sei kontrahierend mit Kontraktionskonstante Q. Und anders als beim Fixpunktsatz von Banach setzen wir jetzt mal voraus, wir wissen, dass es einen Fixpunkt gibt. Ja? Und in dieser Situation da vorne können wir das natürlich sofort sagen, ja, es gibt einen Fixpunkt. Also sei x quer ein Fixpunkt von G. Und zwar im Inneren von U. Dann behaupte ich, dann existiert eine Umgebung D, von x quer, so dass die Fixpunkte-Iteration für mit Startwerten in D gegen x quer konvergiert. Okay, gut. Beweis. Ja, und nochmal, was sagt der Satz aus? Wenn wir alles haben für den Fixpunktsatz von Banach, mit Ausnahme der Selbstabbildung, und wir zusätzlich aber noch voraussetzen, dass x quer einen Fixpunkt hat, dann können wir eine Menge d finden, sodass g eine Selbstabbildung ist. Das ist im Grunde das, was wir hier als Aussage haben. Okay, also sei Q die Kontraktionskonstante wie üblich und sei d eine abgeschlossene Kugel, also aus einer Epsilon-Umgebung von x quer, die ganz in D liegt, ganz in U liegt. Eine solche gibt es, denn wir haben vorausgesetzt, dass U liegt im Inneren. Das x quer liegt im Inneren von U. Und nochmal, was meine ich immer mit einer Epsilon-Umgebung? Naja, das meine ich sowas, die Menge aller x, für die gilt, dass die Norm von x minus x quer kleiner gleich Epsilon ist. Also sowas wie die Kugel um x quer mit Radius Epsilon. Okay, ich behaupte, G ist eine Abbildung von D nach D. Möchte ich zeigen. Okay, nehmen wir uns ein x-Quer-Element d her. Dann gilt irgendein x aus d her, Entschuldigung, nehmen wir uns irgendein x aus d her. Dann gilt schon, dass die Norm von g von x minus x-Quer. Ja, das x-Quer ist ein Fixpunkt, also gilt x-Quer gleich g von x-Quer.
Und das g ist kontrahierend mit Kontraktionskonstante q, also ist das kleine gleich q mal die Norm von x minus x quer. Ja, und x war in d, das heißt, der Abstand von x quer ist höchstens epsilon, das heißt, das ist kleiner gleich q mal epsilon. Und q ist aber kleiner als 1, ist das, was da steht, bestimmt kleiner gleich epsilon. Und das heißt insbesondere, g von x ist in d. Das heißt also, g ist Selbstabbildung. Also schauen wir nach, ob wir alles zusammen haben für Banach. Also zunächst mal brauchten wir einen vollständigen Grundraum. Das haben wir oben vorausgesetzt. Jawohl, das haben wir vorausgesetzt. Dann brauchen wir eine abgeschlossene Teilmenge, ne, diese Epsilon-Umgebung, die wir da haben. Das ist eine abgeschlossene Teilmenge. Das G muss darauf eine Selbstabbildung sein. Ja, und nach Voraussetzung ist das G auch noch kontrahierend. Das heißt also insbesondere, alle Voraussetzungen von Banach sind erfüllt. Und daraus folgt insbesondere die Fixpunktfolge konvergiert. Mit einem Startwert in D. Okay, gut. Das können wir noch ein bisschen verallgemeinern. Und zwar mit dem folgenden, oder noch ein bisschen einfacher machen, mit dem folgenden Korollar. Sei mal G von U in den R hoch N stetig differenzierbar. Und es sei x quer, Element U0, ein Fixpunkt, also alles wie oben. Und es gelte, dass am Fixpunkt selbst die Norm von g' von x quer kleiner ist als 1. Mir mit derselben Bemerkung wie beim letzten Mal. Mit Strich meine ich in diesem Fall, wenn wir eine höherdimensionale Abbildung haben, tatsächlich die die Jacobi-Matrix. Nein. Na, meine Maus ist weg. Also es sei die Jacobi-Matrix, mit der, die die ganzen partiellen Ableitungen von G enthält. Und ja, gemeint ist hier, dass die Matrixnorm kleiner ist als 1. Und im nächsten Kapitel werden wir uns anschauen, was das genau bedeutet. Wir formulieren das hier einfach schon mal im allgemeinen Fall. Beweisen das aber nachher, was wir interpretieren den Satz aber fürs Erste jetzt mal nur für n gleich m gleich 1. Also für eine Abbildung von R nach R. Okay, gut. Was habe ich hier noch vergessen? Eine U-Teilmenge R hoch N habe ich noch vergessen. So, ich glaube, dann habe ich alle Voraussetzungen dabei. Das heißt also, wenn wir einen Fixpunkt haben, einen Fixpunkt haben einer Funktion g und die Ableitung ist vom Betrag her kleiner als 1, dann gilt, naja, also es gibt ein d, eine Umgebung d, Umgebung d von x quer. Ich schreibe mal hier, sodass g auf dieser Umgebung alle Voraussetzungen von Banach erfüllt. Und natürlich insbesondere die Fixpunktfolge konvergiert. Das ist das, was uns hier besonders interessiert. Mit Startwert in D. Okay, gut, aber der Beweis ist jetzt, glaube ich, schon klar. Wie gesagt, wir schauen uns das an für n gleich 1. Nun, wenn der Betrag von g' von x quer kleiner ist als 1,
Naja, also das X-Quer sollte im Inneren sein von U. Das heißt, das gilt auch in einer kleinen Epsilon-Umgebung von X-Quer. Ja, die Strich von X ist kleiner als 1 für alle x mit der Eigenschaft, dass die Norm von x minus x Quer kleiner gleich Epsilon ist. Ja, und das gilt, weil das x Quer offen ist und das g' stetig ist. Ja, und das heißt, nach unserem Korollar, ich glaube, das war 3, 4, dass g' ist kontrahierend. Ach so, und das nennen wir natürlich d. Ja, und g' ist kontrahierend auf d. Und dann haben wir alles zusammen für unseren Satz von vorhin. Und das heißt also, es gibt eine Teilmenge d Schlange von d mit der Eigenschaft, dass g erfüllt auf d Schlange die Voraussetzungen. Ja, okay. Und ja, das war's.